Ich möchte das einfach mal kurz von meinem persönlichen Werdegang bei der Core-IT erzählen und da ein paar wichtige Sachen hervorheben. Also ich habe schon als Schüler bei der Core-IT angefangen und schon da wurde sehr viel Wert darauf meine persönliche zukünftige Entwicklung gelegt. Also mir wurde gezeigt, welche verschiedenen IT-Berufe es geht und ich wurde auch hinsichtlich dessen beraten, wie ich dann später meine Laufbahn fortführen kann. Also zum Beispiel, welchen Studiengang ich nehmen möchte, was für verschiedene Berufe es gibt und so weiter. Dementsprechend wurde dann auch ein duales Studium angeboten, was ich dann auch abgeschlossen habe im Fach Wirtschaftsinformatik. Und auch basierend auf den ganzen Beratungen, die ich vorher hatte, war es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, Wirtschaftsinformatik zu nehmen. Was mir diese sehr frühe Akquise gezeigt hat, ist, dass ich schon sehr früh wichtige Praktiken etablieren konnte, die einfach für die Kunden wirklich wichtig sind. Dazu zählt zum Beispiel einfach so Basics, zum Beispiel, dass man nicht unvorbereitet in ein Meeting geht, dass man auch immer aktiv zuhört, dass man die ganzen Ergebnisse eines Meetings auch dokumentiert und anschließend auch aufbereitet, sodass es nicht umsonst war. Das sind einfach so Dinge, die dem Kunden wichtig sind und die konnte ich schon sehr früh lernen und mir auch aneignen. Ja, als ich mich bei der Core beworben hatte, da war eigentlich erst nur eine Stelle für ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik frei. Uli hat dann viel mit mir gesprochen und mir auch klare Argumente geliefert, warum er denkt, dass das ideale Studium für mich wäre. Ich habe dann aber doch aus persönlichen Präferenzen eher eine Ausbildung bei der IHK im Bereich Systemintegration eben angestrebt und wurde da dann aber auch von Uli unterstützt und durfte das dann auch so bei der Core IT machen. Schon während meiner Ausbildung dann wurde immer wieder viel Wert darauf gelegt, mich so ein bisschen auf Studium vorzubereiten. Ich habe schon mal in Bereiche einblicken können, die eigentlich gar nicht in einem IHK-Studium zum Beispiel in einer IHK-Ausbildung vorkommen und wurde da eben schon so ein bisschen darauf vorbereitet, um dann jetzt im Anschluss an meine IHK-Ausbildung eben ein Studium anzufangen. In dem Fall wurde es jetzt ein Studium im Bereich der Informationstechnik, da das auch wieder eben aus persönlichen Präferenzen her mein Wunsch war und wurde da auch wieder unterstützt. Ein anderes Beispiel, was ich in diesem Bereich nennen kann, einem neuen Kollegen bei uns wurde jetzt erstmal vorgeschlagen, dass der erstmal so ein Schnupperjahr macht, dass er in unterschiedliche Bereiche bei der Core IT eben reinschauen kann, dass er dann im Endeffekt auch sicher weiß nach diesem Jahr, welcher Bereich denn für ihn wirklich der richtige ist und bei wem er sich dann quasi so ein bisschen festsetzen möchte. Während meines dualen Studiums ist mir auch eine Sache besonders aufgefallen, und zwar wird in den Theoriephasen an der dualen Hochschule schon Wert darauf gelegt, das Ganze möglichst praxisorientiert und praxisnah rüberzubringen. Aber wie die Realität dann wirklich aussieht, ist nochmal was ganz anderes. Also in den Praxisphasen, die ich im Unternehmen hatte, da ist es bei der Core-IT nämlich so, dass ich nicht nur irgendein Pseudoprojekt aufgesetzt bekommen habe und dann so die typischen Azubi-Aufgaben bewältigen musste, sondern ich habe wirklich schon von Anfang an realen Kundenproblemen gearbeitet. Die ganzen Ergebnisse, die ich dabei erarbeitet habe, wurden auch immer weiterverwertet und es waren einfach nicht so unnötige Azubi-Aufgaben, die eigentlich gar keinen Nutzen haben, sondern nur so ein bisschen die Basics beibringen müssen. Außerdem wurde schon sehr früh darauf geachtet, dass ich mein Netzwerk ausweite, weil es tatsächlich auch bei den aktuellen Kundenprojekten sehr oft, dass ein Netzwerk einfach wichtig ist, weil man sehr schnell an Expertenwissen drankommt und sich auch austauschen kann, um die bestmöglichste Lösung für den Kunden zu finden. Das Ganze hat sich dadurch gezeigt, dass ich schon als Schüler mit in die verschiedenen Communities genommen wurde, zum Beispiel .NET User Group in Karlsruhe oder auch den Open Space. Und dann auch später während des Studiums habe ich mit Uli Vorträge auf den IT-Tagen in Frankfurt zum Beispiel gehalten, um eben so dadurch mein Netzwerk zu erweitern. Ja, ich hatte schon sehr früh in meiner Ausbildung sehr viel Kundenkontakt, wodurch ich zum einen die Chance, aber natürlich auch die Notwendigkeit hatte, so meine rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern. Als dann für ein Kundenprojekt, an dem ich beteiligt war, auch noch ein Sprecher für solche Cybersicherheitsvideos, die eben in so einem Portal eben vorkommen sollten, benötigt wurden, da hat Uli mich vorgeschlagen und sah Potenzial in mir. Und ich durfte dann erstmal an einem mehrtägigen Stimmtraining eben teilnehmen, um da meine Fähigkeiten zu verbessern und dann eben auch diese Videoserie eben einzusprechen. Wir bekommen also generell eigentlich alle Mittel zur Verfügung, um unsere eigenen Interessen und unseren eigenen Werdegang eben zu prägen und zu stärken, um dann eben natürlich aber auch unsere Leistung für unsere Kunden zu verbessern. Ja, also war sehr spannend, die zwei Kollegen da zu begleiten und zu beraten. Der Tim hat häufig zu tendiert, wirklich das zu machen, was ich vorgeschlagen habe, was ich für ihn gesehen habe, und sagt, er ist sehr zufrieden damit. Der Nils komplett konträr, ist aber auch sehr zufrieden damit. Also egal wie, alle sind zufrieden, das ist schon mal gut. Das Ich habe stimmt vielleicht wohl, ja. noch ein Thema: Onboarding. Ist auch so ein wichtiger Punkt, dass eben die Mitarbeiter schnell bei uns Fuß fassen, schnell beim Kunde Fuß fassen und auch schnell wissen,
wie sie uns und den Kunden verstärken können. Und das haben wir sehr professionell inzwischen umgesetzt. Wir haben das so weit als möglich standardisiert, aber eben auch noch individualisiert. Ne? Also wir machen es nicht so, dass immer der gleiche Onboarding-Prozess stattfindet, sondern es gibt natürlich große Überlappungen, aber nichtsdestotrotz gehen wir auf die individuelle Person ein. Und da ist dieser eine Punkt, den der Nils jetzt angesprochen hat, dass wir jetzt einen neuen Administrator bekommen. Bei dem habe ich festgestellt, Mensch, der hat viele Interessen, sogar Softwareentwicklung. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir bieten ihm an, einfach mal durch die einzelnen Bereiche durchzuschnuppern. Er jetzt zum Beispiel Administration, Infrastruktur, Administration, Betrieb, DevOps, Softwareentwicklung, Webentwicklung versus jetzt andere Art von Entwicklung. Und da sieht man auch mal, wie individuell bei uns das alles ablaufen kann, ohne quasi Fokus und Performance zu verlieren. Das ist noch ein wichtiger Punkt, glaube ich. Da haben wir auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren deutliche Schritte nach vorne gemacht.